Er ist groß. Der Schrank. Ah. Es ist keiner der kühligen Sorte zufällig? Nein. Schade. Es ist einer der büchrigen Sorte. Ein büchriger Schrank. Sachen. Hat jemand ein Hilottl-Bett? Uff, da fragst du Sachen. Im Geisterhaus gibt's sowas, glaube ich, nicht. Dann brauche ich ein normales. Hat jemand ein normales Bett dabei? Also du hast Hunger, glaube ich. Jetzt schon in irgendeiner Truhe. In irgendeiner Truhe war auch noch ein, obwohl, das kriegt er nicht. Was? So ein königliches Bett, sag ich mal. Royal. So, genau, Royal. Ja, das brauche ich noch. Irgendwann werden wir den Garten bestimmt auch mal ordnen, aber heute nicht. Wir werden auch ganz bestimmt mal irgendwann das Lager ordnen. Ganz bestimmt, aber heute nicht. Also ein bisschen versuche ich es gerade zu ordnen. Ich nehme so ein paar Sachen raus. Das ist halt blöd, dass man das nicht beschriften kann. Ja, ich war auch schon beim Überlegen, ob ich wenigstens so zwei, drei Sachen da irgendwo auf dem Außenposten zusammenstelle. Oh, hier ist ein Medieval-Bett. Sieht zwar sehr normal aus, aber... Ja. Was ist das denn hier? Oh. Was ist das denn? Wie sieht das denn hier aus? Wo ist denn jetzt nochmal die Kiste, wo das Essen drin ist? Oben neben dem Fernseher, beim ursprünglichen Haus. Oh. Oh. Fernseher, okay. Oh, und er hat sogar ganz hinten Fässchen für auf den Schreibtisch gedacht. Oh, doch, ich hab ein Hilottl-Bett. Es hat sich versteckt. Oh nein. Es hat sich ich hab's eingeweiht. So. Dann kommt der noch hier oben drauf. Oh, ein bisschen Zeug noch vom Tempel, was ich in den Truhen gefunden habe, zu dir bringen. Oh, ein Teetässchen. Warte, das muss da unten dazu. Ein rosa-rotes Teetässchen. Sehr schön. Da für dich. Der Tee dazu, oder? Da. Freelance. Freelance! Ach, das kann ich nur an Shop dran machen. Was los? Was? Nee. Vor dir auf dem Boden! Das will ich. Jetzt hast du den Saft von der Frucht, die du vergessen hast. Wo kann ich denn diese Shop Signs dran machen? Shop Signs? An Mauern, glaube ich. Ich will das hier hinstellen. Warum geht das nicht? Ach, wie nee. Da, Floris, das ist Menschenblut. Sowas trinkt ihr doch, oder? Juhu, Menschenblut. Ist egal, von wem das Blut kommt. Hauptsache Blut. Blood on the dance floor. Schade, ich hätte das ja jetzt gern dran gemacht, damit man hier sieht, da gibt's Essen. Aber nein. Guckt Tomato. Oh ja, heiße Tomaten, die sind so lecker. Ich mag heiße Tomaten. Funktioniert nett. Irgendwas hat solche falsch gemacht, wenn er da Börr sagt. Vielleicht hat er auch alles richtig gemacht. Heiße Tomaten sind doch lecker. So, ich habe wieder ein paar Bun-Bun-Bun-Buns gemacht für unsere Süßköppe. Die hier brauche ich noch, das ist wichtig. So, wo ist das? Das sieht doch wie, das ist doch ein normales Bett. Ja. Da steht Medieval Bed dran. Das habe ich aber aus dem Ding der. Ja. Ich bin der Meinung, so in der Art sehen auch die normalen Betten aus. Bin da ein bisschen enttäuscht vom Spiel. Oh. Sie sind ja nicht bettig genug. Oh, hier das? Was ist das? Primitive Candelier. Nein, das ist garantiert nicht von den Hilotteln. Oh, das ist geil. Das will ich noch haben. So. Ich kann nicht garantieren, dass alles... Das ist von Floris. Was? Das sind von Floranern. Ich kann nicht garantieren, dass alles von Floranern ist. Behemoth hat Twitch Prime.
Eben ist mal wieder was passiert beim Bild. Behemoth hat aber schon lange nichts mehr geschrieben. Ja. So, das letzte Mal um kurz vor 8, also vor einer Stunde. Ist eben halt wieder was aufgeploppt. So, ich laufe hier gerade planlos hin und her. Floris braucht einen Job. Ja, das kannst du gut, das kann ich auch sehr gut. Weil ich alles klar. Dein Häuschen ist soweit eingerichtet. Wenn du noch ändern willst, ich räume es gerade ins Lager, das Zeug. Und hier entsorgt mal die vergammelten Lebensmittel. Wessen Häuschen? Franz. Franz Häuschen ist fertig. Soll ich sonst ernten? Kann ich auch machen. Oh. Hat irgendwas. Ich habe Schwertchen gekriegt. Keine Antwort. Was hast du? Achso. Ah, ich kann das Bibliotheksschild niedriger hängen. Oh, essen sollte ich. So. Dann brauche ich noch. Calling Dr. Pest. Ne, auf der Suche nach Dr. Pest. Nicht Dr. Best. Den findet man da, wo die intelligente Zahnbürste ist. Hey, ich bin kein Zahnbürster. Ach, ich war heute beim Zahnarzt, weil ein Zahn hat sich die komplette Front abgebrochen. Das war toll. Ja. Aber eine schmerzfreie Behandlung. Ohne Spritze. Also ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist. Okay. Glück gehabt. Du sollst nicht mit Hypnose experimentieren. Boah, das will ich bloß nicht. Keine Ahnung, was die Leute dann alles aus mir rauskitzeln. Also so eine Hypnose, da hätte ich Angst davor, wenn das dann wirklich funktioniert, ne? Ach, als wenn du irgendwelche Geheimnisse hättest. Tatsächlich, Mikrowelle ist gut. Schön Steak. Ah, der Arvis-Mingo-Saft, der macht wohl auch schön satt irgendwie und gibt einen Speed-Boost oder? Ja, einen Run-Boost. Pilze können auch in die Mikrowelle, perfekt. So, zu Esther zurückgehen, Test-Drive. Ach ja, stimmt, zu Esther zurück muss ja dann auch noch. Ach, ich muss dann nochmal mit dem Pinguin sprechen, nachdem ich das mit dem gemacht habe, ne? Ja. Ich habe was gefunden. Es ist für Tiger. Was? Es ist für den Tiger. Ach, hab dann ich was, ist nicht so wichtig. Was gefunden. Hast du von das Fell irgendwo ausgegraben? Nein, ich habe was anderes für dich. Komm mal runter ins Lager. Ganz was Tolles. Extra nur für dich. Ah, dann hat er bestimmt einen Tigerschwanz gefunden. Ich vertraue dir nicht. Immer schön den Fluchtweg im Auge behalten. Hast du für irgendwelche Mods installiert? Nein. Ich habe das Ding tatsächlich in Vanilla. Ich hatte anscheinend Glück. Ich behalte dich trotzdem im Auge. Man weiß ja nie bei diesen Pflanzen. Das ist eine Afrikan-Pflanze. stimmt. Ich hätte noch ein rotes Stirnband als Headwear. So Rambo. Aller Rambo, ja. Ach, wie cool. Aber ach, schade, dass wir auch keinen Wyatt dabei haben. Ja. Er war ja eine ganze Weile damit unterwegs. Ja. Ah ja, Rambo, das ist ein American Hero, ne? Wer will denn eine Augment für High Resistant to Electricity? Was? Ja, für die EPP. Die EPP hat ja eine Augmentierung, die wo du reinklatschen kannst. Also da nehme ich eigentlich immer nur das Auto hier, weil alles andere scheint mir ein bisschen sinnlos. Ich nehme da meistens das, wie heißt es, das Light, das Licht. Auto hier natürlich auch praktisch. Auto hier klingt gut, das sowas klingt sinnvoll für mich, wenn ich immer irgendwo runterstürze. Hier, da kann ich alles reintun. Zop, 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 zop. Ein Silicon Board. Die kann man sich irgendwann im Ofen herstellen. So. Genau. Wie sieht's denn aus mit Essen? Ach, das ist jetzt neben Fernseher, gell? Genau, aber hier im Kühlschrank ist auch noch alles voll. Ich sortiere mal die ganzen schlechten Waffen aus. Was habe ich denn hier alles noch mit? Ach, Moment. Nö, habe ich eigentlich, glaube ich, alle abgegeben. So. Will probably bad soon. Ach, noch,
Warte, ups. Da sind ja noch Sachen drin. Oh, oh, du hast mein Schwert. Ich habe mein Schwert rausgeworfen. Wo kommt denn Kohle und so hin? Gollum, du rennst gerade mit meiner Waffe davon. Wieso hast du denn, was soll ich mit deiner Waffe? Oh, nehme ich. Ach, nein, hier. Kuh. Wo kommen denn diese ganzen Blendfiber-Sachen, also hier die ganzen Sachen hin von dem Werkzeugschlüssel? In die hier linke große Kiste. Die linke große Kiste. Hier ist klar, dass wir hier tausende Kisten... Nicht im Lager. Nicht im Lager. Der linke Container. Ach, oben. Fast wieder alles aufgeräumt, also in meinem Inventar zumindest. Ah. Da wollte ich hin. Wer hat eigentlich dieses Glashaus gebaut? Ich. Da der überall Löcher. Stein wirft. Da sind überall Löcher. Ja, dann mach doch noch ein bisschen rein. Gibt's noch was, was ich auch für euch irgendwie mitverkaufen soll? Banana! Apple, Banana! Jetzt beöfft er mich. Ich hab dir extra die Bananen mitgebracht und du schmeißt sie wieder raus. Wie kannst du nur? Ich hätte gedacht, du machst was draus, darum. Ja, ich kann dir auch noch ein Ei geben. Hier, Ei. Oh, jetzt hab's gegessen, verdammt. Florane, ich sag's doch. Ich kann, ich kann dir Karotten geben. Warum ist denn im Kühlschrank Crafting-Zeug? Was? Wir haben einen Kühlschrank? Wir haben einen Kühlschrank, aber da sollte eigentlich Essen drin sein. Scorched Core, Silicon Board und 1000 Plant-Fiber. Vor welchem Kühlschrank stehst du denn? Ja, Plant-Fiber, die sind bestimmt verderblich. Hier ist der untere Kühlschrank hier unter mir, da war Crafting-Material drin. Interessant. Ah, ich brauche, ich sollte mal ein bisschen Erde mitnehmen noch. Ach, ein geruhsamer Abend auf. Cool, ich kann Schokolade machen. Zerbrei-Dingsbums neigt sich dem Ende zu. Moondust. Okay. Darfst du dir nicht so viel reinhauen, weil das, da hebst du ganz schön ab. Ist der fest oder fällt der? Musst du ausprobieren. Könnte fest sein, denke ich, oder? Moondust, für den Affen, der schon alles hat. Hat er das gesagt? Ja, ist fest, passt. Vielleicht hat er ja gelogt. So. Dann. Piep, piep, piep. Dann. Also ich glaube, wir gerade diese ganze Folge gerade nur... Easter gehen und uns auf den nächsten Kampf vorbereiten oder wir suchen Tungsten. Titanium. Wir sollten vielleicht mal zu Esther gehen. Ja, dann machen wir das. Und ich muss noch mal mit diesem komischen Dingsbums reden. Ja. Diesem Mech-Pinguin. Ja, wir können auch mal die Mechs ausführen. Jeder bei sich im System zum Beispiel. Ausführen? Mhm. Wie? Weil wir dann da vielleicht was finden, oder wie? Ja, es gibt Raumschiffe, es gibt Raumstationen, es gibt Anomalien. Anomalien, das klingt ganz nach mir. Ja. Hallo, Esther. Reward. Accept. Oh, Mission obtained. Alles klar. Das heißt, wir müssen auch. Weil ich faul bin, teleportiere ich mich direkt zu euch. Da, Uga, da drüben. Ich habe dann für dich was draus gemacht. Schon werde ich wieder beschossen. Jo, ich bin auch da. Was hast du für mich gemacht? Da rechts. Ja. Ach so. Hui. Kannst du dir den Dip reinhauen ohne Chips? Ich habe eine Waffe gekriegt. Ich auch. Einhändiger Axt. Ich habe ein Manipulator-Modul gekriegt. Aber die macht 0,9 Schaden. Die ist ja gar nichts wert. Ich habe wieder mal eine Tech-Card bekommen. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja die ganzen schlechten Waffen verkaufen gehen. Ja, die bringen doch nichts. Oh, ja, doch. Egal. Teilweise 700, wenn du es verkaufst, oder 1000. Hey, das ist mehr als ich habe. Wieso habe ich nur noch 200? Gottes Willen. Almost too rotten to eat. Oh. Nein, 30%. 30%. 30%, aber 30% und 30% und nochmal 30%. Schon immer fast ein Drittel. Will probably go bad soon. Oh, vielleicht hätte ich doch was Neues kochen sollen, aber egal.
Pingu! Pingu Pengi. Was ist mit dem Pingu? Bei dem musste ich noch das Quest abgeben mit dem Mac. Ah, man kann die Farben ändern, aha. Ja, ich habe meine ganz klassischen Farben gestrichen. Das ist ja wie bei One Must Fall. Oh, schönes Spiel. 2097. Sehr schönes Spiel. Ich habe immer noch 8000 Dinge. Wir brauchen unbedingt den... Aha, und da kann man unterschiedliche Bauteile dann finden oder auch bauen. Ja. Ne? Du musst Materialien vor allem sammeln und dann lernst du halt ganz typisch die Rezepte dafür. Gut, und das haben wir jetzt automatisch auch auf unserem Schiff dann quasi. Du kannst vorher schon einige Sachen versuchen zu besuchen, bringt bloß nicht viel. Okay. Was Weil du ohne Mech halt, wenn du dich hin teleportieren können solltest, in der Luft schwebst. Okay. Ich kaufe noch schnell zwei Eier. Was ist denn Muffalo? Dann hast du ja noch mehr. Ja, die verschiedenen Kuhdinger sind sehr gut. Da gibt es zum Beispiel auch ein für Pflanzenfasern. Ja, genau, diese Kuh. Soll ich noch was kaufen? Weil ich habe noch 5000 dabei. Interessant, ich habe ja eine Food Distribution Station. Ja, ich kaufe mal eine Muschi. Das ist schon mal ein guter Anfang. Nein, Muschi-Eck habe ich schon zwei jetzt. Plant Fiber. Ich fliege mal zu einer Station. Ich stehe hier planlos in der Gegend rum. Wie brütet man die eigentlich aus? Einfach hinlegen und dann passiert schon irgendwann was. Irgendwann. Also wer mal eine Station besuchen will, der kann sich auf mein Schiff teleportieren. Ich habe die noch nie gesehen. Mhm. Und von dort aus dann deploy Mac von meinem Teleporter aus. Was jetzt nochmal? Noch erstmal zu dir teleportieren, also zu deinem Schiff. Ja. Moment. Und dann sieht man schon in der Hintergrundgrafik, da ist ein Asteroidengürtel und eine Station. Sagt mir, wenn ihr soweit seid, dann drückt mal alle auf deploy Mac. Moment, ich brauche noch... Oh, so. Die Kanone hier oben drauf sieht ja geil aus. Ah, okay, ich bin bereit. Oh, du hast ein Schweinchen, du hast... Das ist mein Essen in Ruhe, das ist meine Notration. Am Boden. Du bist eine Maschine eigentlich, brauchst du nichts zu essen. Whee! So. Oh. Ich bin auf dem Planeten gelandet. Moment, wie? Deploy Mac. Ja, wohin soll ich da? Bei wem auf dem Schiff? Zu mir auf dem Schiff. Wir sind auf dem Schiff. Okay. Das erklärt einiges. Ach, wir müssen nach links. Ja, in dem Fall müssen wir nach links. Man kann auch mal rechts müssen. Die Station sollte friedlich sein. Also das heißt, wir haben auch keine Gegner. Die Mechs sehen aber cool aus, je unterschiedlich die. Ja, ich sehe gerade, sie sehen unterschiedlich aus. Ich habe einen Helm auf. Lalalal. Du bist ausgestiegen. Ja. Warum? Oh. Weil das kann. Aber ich pack vor der Tür. Dann komm mal hier durch. Ich pack vor der Tür. Möglichst wenig laufen. Das ist eine sogenannte Food Distribution Station. Der floranische Mac ist ja überwuchert. Wie toll. Ja. Gibt hoffentlich also jemand, mit dem wir ja auch handeln können und reden können. Da nach unten kommt man nicht. Huch, das ist ein Fahrstuhl. An sich schon. Immer schön alles scannen. Ja. Wenn man schon mal dabei ist. Aber erstmal nach links. Florin, Push-Buttons. Ja, ich sind auch Aufzüge richtige. Hm. Ihr habt bestimmt schon diese ganzen Kisten durchsucht, ne? Wie ich euch kenne. Aber welche Kisten? Bottled Water für einen Zina. Echt jetzt? Ja, wieso kann ich jetzt mit dem Aufzug nicht fahren? Doch, das geht. Du machst es falsch. Ich kann bloß auf einen Knopf drücken und der du fährt musst nicht drück nach unten. Drück mal E. Das E. Aha. Da ist ein Nova-Kit. Ich habe ein Nova-Kit gefunden. Wild würde sich jetzt freuen. It's my fine to see a fresh face around these parts. Okay, da hat fast ein bisschen australisch geklungen. Die Mikrowelle benutzen. My fine chap, ja. Yeah. Rusty. Oh. Das ist eine gut aussehende Dame. Das goldene Entchen, wie lange ich da mal nachgesucht habe, ey. Das goldene Entchen? Wozu braucht man denn Rusty Pendel? Für Max. Hm. Bärplüschi. Moment, sollten wir so einen Bär nicht auch dem Bären mitbringen, dem kleinen?
Ich glaube, der Shop ist schon repariert, oder? Echt? Keine Ahnung. Ach, Fellow Hilottl. Okay. Ich habe eine Hilottl-Dame kennengelernt, aber die hat einen größeren Kammer als ich. Das ist gefährlich. Da muss man aufpassen. She's a man-eater. Die pellt dir die Sardine schneller, als du Captain Iglo sagen kannst. Ah, eine Klitschdame mit Zöpfchen. Okay. Very nice. Also die haben sich doch einiges einfallen lassen hier noch für das Spiel. Und für die Raumstation, toll, die man sich halt selber bauen kann, beziehungsweise allgemein gibt es auch neue NPCs, die man anwerben kann. Mhm. Ich habe noch nicht mal die normalen alle gesehen und es gibt schon wieder neue. Auch ich darf es nicht kaputt machen, weil der Floraner der Meinung ist, der Hilottl der Meinung ist, dass es eine Schande wäre, sowas Schönes kaputt zu machen. Hihi. Bitte? Hihi. Was machen wir jetzt hier? Was ist denn das? Soll das auch Nova Kids sein? Ich hoffe, dass man hier unter anderem die Quest für eine eigene Raumstation kriegt. Und man kann sich am Allgemeinen sowas mal angucken. Was das wäre. Also ich habe ein paar Mech-Teile gefunden, die man also zum Herstellen braucht. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Vielleicht gibt es auch einen Händler, wo man schöne Sachen kaufen kann. Hier ist eine Quest. Ups, hier unten. Rechts unten irgendwo. Von mir aus gesehen. Also auf Schiffen gibt es zumindest, auf friedlichen Schiffen gibt es Händler. Der Captain handelt damit, einmal kann man schön futuristische Sachen auch kaufen. Der Floraner hat eben wieder nicht richtig aufgepasst. Er hat 50 Rusty Pendels übersehen. Was? Mir haben 250 gereicht, weißt du. Muss ja nicht man braucht bis 50 Titanium Bars, 50 Gold Bars, 50 Silber und 1000 Pixel. Okay. Alle kann man sich 1000 Pixel, umbauen. Die kriege ich ja nie zusammen. Die teilen wir mit dir irgendwie. Ich habe die Quest jetzt nicht. Ja, man kann sie irgendwann pressen, ja. Ich habe die Quest jetzt nicht angenommen. Ich schon, ich werde jetzt annehmen. 1000 Pixel. Annehmen kann man ja mal und dann einfach mal offen lassen. Na gut. Oh, ich kann mal Food Rations kaufen. Und elektronische Teile. Sind die gut? Trade goods between stations for profit. Ah. Electronic parts. Es gibt ein Handelssystem. Die kann man verkaufen. Ja. Electronic parts. Aber man könnte jetzt Food Rations kaufen und die dann irgendwo anders verkaufen, wenn ich es nicht verstehe. Mhm. Ich kaufe mal einmal. Sind teurer geworden. Von 50 auf 52 Pixel hoch. What? Hoher Preise. Nee, du bist nicht angeschnallt. Brauche ich nicht. Ah, ich habe extra Martial Arts Training hinter mir. Die Lotte ist schnell wie der Blitz. Und wenn sein muss, breit wie Kugelfisch. So, Folgenende? Echt? Okay. Okay. Müssen nicht, wir können auch noch weitermachen. Na, wir nehmen ja gleich bestimmt noch weiter auf. Ich denke mal schon. Gut. Ja. Bis dann.